Wenn du wissen willst, wie man in Ark Survival Evolved ein Megatherium zähmen kann, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und mal wieder habt ihr euch ein Video zu einer Zähmung gewünscht und diesmal ist es das Megatherium und ich würde sagen, wir gucken uns einfach an, was wir dafür brauchen und legen dann auch schon los. Wir brauchen heute mal wieder, wie so häufig, 5 kleine Steintore und dementsprechend 2 verstärkte Dino-Tore dazu. Außerdem benötigen wir eine oder 2 große Bärenfallen. Ich nehme einfach mal 2 mit, wegen der Sicherheit. Außerdem macht Narkosemittel bzw. Narco-Berries Sinn. Zum Absichern des Ganzen nehmen wir ein paar Metallbarrikaden mit, damit das Megatherium nicht angegriffen wird. Außerdem brauchen wir etwas zum Betäuben, also entweder eine Flinte oder eine Armbrust und dann dementsprechend die entsprechende Munition dazu. Außerdem etwas Kibbel, Honig oder Fleisch, um das Megatherium zu zähmen und entweder den Sattel oder eine leere Kryokapsel, damit wir das Ding da auch schnell wegkriegen. Und ich würde sagen, ich fliege mal einmal eben zum Megatherium hin und dann gucken wir uns mal das Ganze an, wie das funktioniert. So, vor uns ist das coole Stück. Das Schöne ist, die sind nicht aggressiv auf uns, aber hier sind noch ein paar Terrorbirds, die sollten wir vielleicht mal wegmachen, damit wir da unsere Ruhe haben und ganz in Ruhe unsere Falle aufbauen können. Und das machen wir einmal. Wenn das hier nicht euer erstes Video auf meinem Kanal ist, dann kennt ihr das Prinzip auch mittlerweile. Einfach die Steintore hier nacheinander aufbauen, Lücken nicht zu groß machen, sodass das Megatherium da nicht irgendwie durchflutschen kann, aber das sieht alles sehr, sehr eng aus. Dann setzen wir einmal jeweils hinten und vorne die Tore rein und platzieren dann irgendwie so mittig mal, ja, eine Falle passt hier nur rein, platzieren wir die einfach mittig, passt. So, jetzt geht sie auch auf, sehr schön, muss man immer ein bisschen beachten. Da ist das Megatherium und das versuchen wir jetzt mal hier in die Gasse zu locken, indem wir das mal angreifen. So, ist schön sauer auf uns und wir ziehen das jetzt mal hier durch. Jetzt sind natürlich noch Sabers dazugekommen. Ein bisschen blöd, aber das macht es einmal klack. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell eben die Tore zumachen und gehen wieder auf unseren Agi und kümmern uns jetzt mal um den Saber. Der Agi hat jetzt nichts gemacht, weil der auf Passiv war. War ganz gut an dieser Stelle. Dadurch ist er nicht wild weggeflogen. Saber schon down. Sehr schön. So, kommen wir zurück zum Wesentlichen. Und zwar zum Megatherium. Das ist jetzt hier getrappt. Wir haben die Tore zugemacht. Müssen wir ein bisschen schnell sein. Müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr das im Schneebio macht oder im Redwood. Auf jeden Fall ballern wir jetzt einfach hier drauf und wir haben auch hier wieder keinen Multiplikator auf dem Kopf, laut dem Dododex. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, wo wir hinschießen. Natürlich passen wir weiterhin auf, weil da vorne ist zum Beispiel schon wieder ein Saber unterwegs. Nicht, dass wir hier irgendwie weggehauen werden. Aber das ist eigentlich auch das Problematischste an der ganzen Zähmung hier vom Megatherium, dass andere Tiere da sein könnten, die eventuell nerven. Aber da einfach ein bisschen aufpassen und dann passt das Ganze auch schon. Und für die Leute, die sich jetzt irgendwie denken, naja, Megatherium, was soll ich damit eigentlich? Kann ganz interessant werden für die Sumpfhöhle, denn das Megatherium hat einen Buff auf Insekten, beziehungsweise wenn es Insekten kaputt schlägt, kriegt es einen Buff und wird dadurch stärker. Somit ist es dann auch interessant für den Bossfight gegen die Brutmutter. Wir stellen zuerst jetzt mal hier die Spikes auf, bevor wir das Fleisch reintun oder Kibbel oder Honig. Denn so entgehen wir schon mal der Möglichkeit, dass das Megatherium irgendwie angegriffen wird, während wir es zähmen wollten und da schon die Effektivität irgendwie runtergeht. So, Fleisch und Narkosemittel sind drin. Ich würde sagen, das geht hier relativ langsam runter mit der Bewusstlosigkeit. Wir warten einfach mal, bis das fertig ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Da haben wir es auch schon. Das ging jetzt relativ schnell, war jetzt nicht so hoch vom Level. Und wie gesagt, dann entweder einfach mit dem Sattel oder mit einer Kryokapsel ankommen. Dann könnt ihr das Tier hier auch easy wegtransportieren und könnt dann mit eurem Agi zum Beispiel zurück in die Base fliegen. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, denn so kann der Kanal wachsen, denn so wird das Video auch anderen Menschen vorgeschlagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin und ciao.